Wie die ganze Ausstellung, wie ich immer sage, das Ballett Onondaxis ist ein Gesamtkunstwerk. Es ist inszeniert und kein Bild wird hier alleine gelassen. Genauso wie der apokalyptische Reiter. Der apokalyptische Reiter ist umgeben von den Palermo-Ikonen. Von schönen Frauen, die du vorhin erwähntest, wo die Kamera sich nicht dreht. Die schönen Frauen so beim apokalyptischen Reiter. Um den schönen apokalyptischen Reiter. Ist der apokalyptische Reiter ein Selbstbildnis von dir? Mag sein. Ich denke so. Mein Abschiedsgeschenk. Genau. Ich schneide mir für euch den Kopf ab. Macht was Schönes draus. Und reitest davon. Und die Frauen schreien dir nach und sagen, Uwe, 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 bleib in Palermo. Bitte bleib hier. Schneid dir nicht den Kopf ab. Aber er ist schon abgeschnitten. Ja, du reitest ja schon. Es geht schneller und du weißt, wenn ein Kopf abgeschnitten ist. Du reitest auf einem kokainweißen Pferd. Das stimmt. Das hat ein Journalist der La Repubblica geschrieben, das Pferd aus Kokain. Und warum? Palermo hatte zu dieser Zeit ein Kokainproblem, was aber nicht mein Problem war. Und ich bin nicht dazu da, um die anderen Leute zu richten oder sich einzumischen, was sie nehmen, was sie nicht nehmen, was sie verbessern können oder nicht. Ich nehme es, wie sie sind. Und die Frauen von Palermo... Kein Vertreter aus unserer Welt. Und die Frauen von Palermo... Die schreien ja alle und rufen die Juve. Nein, sie schreien Judith. Nein, mach die Sommerausstellung mit dem Uwe in der kleinen Bregenzer Hauptstadt. Mach sie. Und nach 5 Jahren sitzen wir hier. Lach bitte in die Kamera. Lach. Uwe. Lach. Dein bezauberndes Lächeln. Uwe. Dein bezauberndes Lächeln war der Schlüssel. Für die Sommerausstellung 2023, nee, 2022, weil da sind die Alpha-Männer, da bist du böse, schlecht, gut, dreckig, super. Yes! Sale. Der Salzverkäufer. Babalucchi. Der Schneckenverkäufer. Limoni. Der Zitronenverkäufer. Riffa. Der Glückslosverkäufer. Fragola. Der Erdbeerverkäufer. Alio Cipolle. Der Knoblauch- und Zwiebelverkäufer. Coca. Der Kokaindealer. Was macht der Kokaindealer unter den anderen Markt? Ständen. Er vertreibt sein Produkt, seine Ware. Wir sind eben jetzt auch in Palermo und wir fühlen uns auch in Palermo, deshalb haben wir Sonnenbrillen an. Und deshalb haben wir es heute unglaublich heiß. 35 Grad. Hast du etwas Schweißperlen auf der Stirn, liebe Judith? Sag mir die Wahrheit. Nein, du? Ja, wegen ungebundenen Emotionen. Okay. Judith, das alles waren meine Lieblingsnachbarn. Deshalb sind das Hinterglasmalereien. Ähnlich wie die heiligen Bildchen von deinen Großeltern in der Stube. Vor langer, langer, langer Zeit. Ich wage es zu behaupten, dass ich noch nie so schön die Menschen malte wie meine Ex-Nachbarn, die mit mir zusammen von einem anderen Schicksal die Welt auf der Piazza Raffaello in der Butcheria von der Città Capitale Palermo verließen. Da sind nicht mehr alle dort. Nein.